Manchmal werden in Verkaufsautomaten Gegenstände in begrenzter Stückzahl zu Sonderpreisen angeboten. Eine gute Gelegenheit, deine Reserven aufzustocken. Es scheint auch einen Übungsplatz zu geben. Da war ich schon. Da kannst du dich austoben, wenn du trainieren Sorry, willst. Sorry, da war ich schon. Ich habe vor Aufregung richtig Magenschmerzen. Ich nehme die, glaube ich, mal mit. Ups. Ja. Eta nehme ich auch mal mit. Hä, hallo? Ach so, es gibt nur einmal. Okay. Ups. Phoenix wieder. Ach komm, was soll der Geiz? So. Ich dachte blaue Bänke. Die ist aber gar nicht blau. Okay. Jungs, ich bin bereit. Obwohl, warte mal. Materia, ne? Ich habe irgendwie das Gefühl, meine Materia ist nicht so ganz so toll. Also das finde ich nicht so toll. Das hat nicht funktioniert. Ich nehme einmal Glut mit. Obwohl mir die Heilung halt auch null bringt. Auto wieder, genau. Ich nehme mal heilen. Ja, bitte gib mir das. Tut mir leid, Tifa. Sag mal, hattest du nicht auch eine Beschwörermaterie? Könnte vielleicht ganz nützlich sein, um auf dem Vorplatz für Aufruhr zu sorgen. Ist eine Überlegung wert. Ich bin bereit für den Kampf. Ich hab die. Dann steht uns ja nichts mehr im Weg. Cloud zieht auf dem Vorplatz die Aufmerksamkeit auf sich. Und wir? Wir geben ihm Feuerschutz. Und zwar von einem Ort mit gutem Überblick. Oben auf den Mauern. Oh Gott. Da bin ich. Was ist? Du wolltest reden? Also, im Frühling gehe ich weg von hier. Nach Midgar. Alle Jungs hier verlassen das Dorf irgendwann. Ich bin aber nicht wie alle. Ich suche mir nicht einfach nur Arbeit. Ich trete Soldat bei. Ich will Soldat werden, genau wie Sephiroth. Der große Held Sephiroth? Soldat zu werden, ist bestimmt nicht einfach. Ich werde eine Weile nicht zurück ins Dorf kommen. Bestimmt sehe ich dein Foto dann in der Zeitung. Vielleicht. Cloud, versprichst du mir was? Wenn ich mal in der Klemme stecke, kommst du mir dann zur Hilfe? Selbst wenn du berühmt bist? Was? In der Not wünscht sich doch jeder einen Helden. Jemanden, der einem zur Seite steht. Aha. Jetzt versprich es endlich. Oh, okay. Versprochen. Hab gehört, du hältst nichts von dem Plan. Einfach mit netten Bitten ist Shinra nicht beizukommen. Das weiß ich ja selbst. Aber trotzdem... Ich weiß nicht weiter. Das war Jessys Signal! Das heißt, sie hat einen Weg reingefunden. Los. Ja. Das war so schön. Und ja, Sephiroth. Aber Cloud hatte schon immer einen Zopf am Anfang. Also, als er klein war. Okay, auf geht's. Weit und breit niemand zu sehen. Hallo.
haben sich wohl versteckt. Oh, Heda! Ja, ich bin hier. Guck. Da! Da ist einer von ihnen! Schnallt ihn an! Ja. War's das? Stirb! Da oben sind ja klar. Da sind noch mehr Eindringlinge. Wir brauchen Verstärkung. Erledigen wir sie, wie sie uns erwischen. Los jetzt. Du bist erledigt. Genug. Kommt die Verstärkung bald. Bis hier und weiter. Versuch's doch. Wir können ja kurz darüber. Mit dir und das doch. Sie kommen näher! Unbefugter Blut wird auf dem Gelände von Lagarde weg. An alle Einheiten. Sofort aufrücken. Unbefugter Zutritt auf dem Gelände vor Lagerhalle 76. Oh Gott. Unbefugter Zutritt auf dem Gelände vor Lagerhalle 76. Ja, ja, unbefugter Zutritt, bla bla. Mehrere Einzelne bestätigt. Sofort festlegen. Ist hier irgendwas? Nee. Schade. Mein Einsatz. Genug. Tschüss. Das ist auf. Ich komm nicht hinterher. Was geht dir vor? Hallo, kannst du da angreifen? Danke. Hab dich im Visier. Das sollte reichen. Mist. Das hat uns gerade noch gefehlt. Mal auf ins Vergnügen. Na, warte! Dreckiges Ungeziefer! Warte, das finde ich mal gut. Das will ich mal ausprobieren. Nee, kannst du bitte den anderen nehmen? Los geht's. Aus dem Weg! Oha! Genug! Das ist aus. Genug. Und tschüss. Tja, der wäre erledigt. Die Stufe deiner Materie hat sich erhöht. Das bedeutet, dass du nun noch eine höhere Magiestufe einsetzen kannst. Feuer und Feuer sind beispielsweise verstärkte Formen der Magie Feuer. Mit der größeren Wirkung erhöht sich allerdings auch der MP-Bedarf. Während des Kampfes kannst du die Stufen einer Magie mit auswählen. Mittlere Menge. Okay, ich probier's mal aus. Eine Aufrichtung. 1079. Okay, ja. Oh Gott. Los, umzingeln! Wird's bald? Ich warte irgendwie so. Könnt ihr vielleicht. Komm, wir machen mal Feuer. Feuer! Hab dich im Visier! Los! Oh Gott! Warte, ich muss auf jeden Fall das nehmen. Hier! Los! Du baust dich hier! Ja, das war's! Zurück! Ja. 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 Alles geht! Jetzt! Bis hier und nicht weiter! Töten. Könnt ihr die mal töten da oben? Danke. Oh nein. Sitz. Um die werde ich mich kümmern.
Mir nach, Wuffis! Oh, Wuffi. Oh Gott. Oh, der ist so lustig. Oha. Irgendeiner in der Mitte. Ja, der da. Ich hab Leckerlis für euch, ihr kleinen Mausis. Und tschüss. Oh Gott. Wartet mal. Der Feind ist geschwächt. Ihr sollt doch nicht mich fressen. Nee, den Limit behalte ich. Und jetzt sollte ich vielleicht einmal... Ist das recht? Keine Puste mehr. Für Mega Spezial Pizza Power! Das ist doof. Genug. Bis hier und nicht weiter. Nee, tut mir leid. Bin nicht richtig gut in Form. Hast du toll gemacht. Sportskanone. Das war ziemlich beeindruckend. Die Frauen fliegen nicht umsonst auf mich. Oh. Bunkern die hier ihr ganzes Arsenal? Ja, schön. Könnt ihr noch? Was denkst du? Allzeit bereit. Hab grad was Nettes gefunden. Damit werde ich den ordentlich einheizen. Ja, mach du mal. Wenn du mit Beschwörermaterie ausgerüstet bist, erscheint bei Kämpfen gegen besonders starke Gegner eine Beschwörungsleiste. Sobald diese Leiste voll aufgeladen ist, kannst du über das Kommandomenü ein Esper beschwören. Das war's dann. Ziemlich schwach. Keine Chance. Hab dich im Visier. Das war's. Raket für dich. Hab noch ein paar mehr Minen verteilt. Achso, ich soll mit denen rumlaufen oder mach ich das doch mal. Zeit zu kämpfen. Hallo. Esper kämpft an deiner Seite, bis die Beschwörungsleiste aufgebraucht ist. Und nun komm du, Alt. Okay. Sie kämpfen selbstständig, allerdings hast du die Möglichkeit, ihnen im Austausch gegen ATB-Einheiten deiner Gruppenmitglieder den Einsatz von Fertigkeiten zu befehlen. Wenn ein Esper den Kampf verlassen muss, setzt sie zum Abschluss eine verheerende Spezialfähigkeit ein. Okay, das würde mich jetzt interessieren. Mach mal. Ja, schön. Ich bin bereit. Oh, das sieht nicht gut aus. Oh, Hilfe! Aua, oh mein Gott. Entschuldigung. Ich darf ich hier raus? Ich sehe nichts. Das wird so nichts. Oh Gott, mir geht's nicht so gut. Entschuldigung. Ich gebe mich auf. Alles geht. Hab dich im Visier. Liebes, bleib noch ein bisschen, ich brauch dich. Ja.
Vorbereitung abgeschlossen. Bin dir was schuldig. Jetzt mal. Und noch ein Punkt für unser Team. Umzingeln! Na toll. Wer seid ihr? Und was wollt ihr? Du scheinst dich auch ohne mich schon köstlich zu amüsieren, mein Freund. Ich hatte dir doch versprochen, dass wir es beim nächsten Mal alleine austragen. Du hast einen Funken in mir gezündet. Mein Herz schlägt im roten Bereich. In freudiger Erwartung unseres Kampfes! Verschwindet. Wie? Aber... Verstanden. Komm. Aber... Ifrit, ich brauch dich. Seit Jahren kämpfe ich nun schon nur auf meinem Motorrad. Aber ich kann dir versichern. Selbst zu Fuß kenne ich kein Tempolimit. Endlich. Du und ich im fairen Stellen. Bitte was? Der hat mich geheilt? Danke. Neuer Versuch. Was? Das war's dann. Jetzt bin ich dran. Kann ich auch Analyse auf den machen? Nur kein Über. Oh Gott, jetzt habe ich es nicht gesehen. Na toll, egal. Bringen wir die Tachonadel zum Zittern, mein Freund! Okay, warte, ich muss aber mich gleich heilen. Das ist hoffentlich in Ordnung. Aua! Oha, was ist denn mit dem falsch? Nee, ups. Aua! War klar, dass es schwächer ist. Wie bei jedem Menschen gefühlt. Ich mach dir die Hölle ein! Keine Chance. Oh, das ist so übertrieben. Bitte, was mit Marzipan? Ich bin bereit. Mehr davon. Lass es mich spüren. Ich lass dich alles spüren, was du spüren willst. Ich sag dir, ey. Oha! Okay. Warte kurz. Du möchtest doch nochmal. Warte. Jetzt los, Blitz! Oh. Mhm. Naja, gut, ne? Tja. Brenne! Mit Marzipan! Was ist mit seinem Marzipan? Auf ein neues. Jetzt los, Blitz! Hab ich nicht. Aua! Ich versuche schon. Oh. Sag mal. Und schön.
Jetzt mach weiter. Oh Gott. Okay. Es wird heiß. Kairan mit Marzipan. Was? Ayran mit Marzipan? Sagt der Ayran mit Marzipan? Ich hole schnell um. Okay. Stopp. Ach, freie Bahn mit Marzipan. Okay, danke. Ich hab's echt nicht verstanden. Verbrenn ich so schnell. Mit Marzipan. Ich verstehe immer noch Ayran mit Marzipan. Ich und du, Müllers, du, Müllers Esel. Der bist du. Ja, mit Marzipan. Los. Das sollte reichen. Ich und du Schnellrendezvous. Oh, ich und du Schnellrendezvous. Oh ja, lass uns ein Date haben. Lass mich. Hallo? Mein Einsatz. Ist mir jetzt egal, du bist jetzt tot. Niedlich, du bist echt. Oh, du bist so fies. Los. Bring es hinter uns. Oh. Niederknien. Jetzt genug. Wenn man sich amüsiert, vergeht die Zeit wie im Flug. Aber das war sicher nicht unser letzter heißer Ritt. Och nö. Geschütze auffahren! Der Feind hat einen Soldaten besiegt! Volle Feuerkraft! Wir sehen uns am nächsten Zwischenstopp wieder. Danke. Ehrenmann. Also tu mir den Gefallen und stirb nicht zu früh. Mein Freund. Rückzug. Ja. Mensch! Hey, Cloud! Jetzt oder nie! Waffen runter! Wir sind's! Konntet's wohl nicht lassen, was? Ja, wohl auch nicht. Los. Wedge, passiert nichts. Hab eher Angst, dass man dich entdeckt. Wer sind die? Die gelben Engel. Alte Bekannte. Eine andere Avalanche-Zelle. Ist ein ziemlich konservativer Haufen. Na, aber das ist Schnee von gestern. Diese dämlichen Säcke. Gehen mir am Arsch vorbei. Sorry. Was haben die hier zu suchen? Gute Frage. Dafür, dass sie uns für zu militant halten, sind sie jedenfalls ganz schön schwer bewaffnet. Sie haben sich angeblich mit Wutai verbündet, um sämtliche Materia aus Midgar zu stehlen.
Fragt sich bloß, warum? Yuffie. Tja. Der Krieg scheint jedenfalls noch zu laufen, wenn's nach den anderen geht. Okay, dann war's das hier wohl. Kehren wir zurück zum Treffpunkt. Ja. Ziemlich viele Schaulustige. Und Verstärkung von Shinra. Ah, mein Bauch! Musst du mal? Willst du Wedge einfach zurücklassen? Er hat's nicht gern, wenn man sich seinetwegen Umstände macht. Wieso das denn? Das kann jemand wie du nicht verstehen. Aber ich sag ihm, dass du dich um ihn gesorgt hast. Ach, jetzt darf ich hier vorne ran, okay. Im Wohnviertel ist aufgrund des Alarms Unruhe ausgebrochen. Korps A hält ja Ausschau nach den Verdächtigen. Korps B übernimmt die Straßensperren und sorgt für Ruhe unter den Bürgern. Jawohl! Dieser Vorfall darf nicht bekannt werden. Da seid ihr ja! Hey, hier drüben! Das wäre ein schwerer Schlag für Shinra. Verbreitet die Meldung, dass es sich um einen Fehler handelt. Los! Alle auf ihre Position! Jawohl! Wäre das nicht etwas dezenter gegangen? Naja, mein Ziel habe ich erreicht. Wo ist Wedge? Wedge! Das war knapp! Wir machen das. Hey, Wedge. Alles klar? Boah. War ja mal wieder klar. Eine Kugel gefressen? War, glaube ich, ein Streifschuss. Mein Bohrer! Zeig mal. Was habt ihr hier vor? Das sieht fies aus. Fühlt sich auch so an. Das war doch kein Streifschuss. Das Projektil hat lediglich den Hosenboden versenkt. Du hast bloß eine Verbrennung. Eine leichte dazu. Mir ist ganz flau im Magen. Hey, du kannst ja lachen. Los jetzt. Worauf wartet ihr? Zu Befehl! Das ist schon eine Anspielung auf den verbrannten Po, als Wedge da rumrennt. Jetzt zurück aua, Stanz? Aua, aua, oder? Das wird eine Überraschung. Oh Mann, das wollte ich schon lange mal ausprobieren. Ich liebe dieses Spiel gerade so sehr. Die haben alle Sachen irgendwie abgewandelt und trotzdem reingebracht. Einfach so abgewandelt, dass es reinpasst. Ich liebe es. Ich liebe es so sehr. Bix, du bist echt gruselig, wenn du so neben mir schleichst. Schon komisch, dass wir bei unserem Einsatz in die alte Avalanche-Gruppe gerannt sind. War das ein Zur Zufall? Zur Durchführung einer Sicherheitskontrolle ein wurde eine Ausgangssperre verhängt. Ausgangssperre. Sie sich in ihre Häuser zurück. Die Planung ist schon schwer genug, gehört, ohne dass sie dazwischen kommen. Gegeben. Was? War das ein weiterer Anschlag? Das war eine Falschmeldung. Es gab keinen Angriff. Bitte begeben Sie sich unverzüglich in die Sperre. Oha, was geht hier ab? Los, mach ihn fertig! Omi, mach ihn fertig! Los, los, verprügel ihn! Wutai hat angegriffen, oder? Ja, los! Ich alle schon vertreibt. Schließlich habe ich diesen dreckigen Feigling schon im Krieg so die Hintern versohlt, dass sie weggerannt sind. Vorsicht! Ich bringe sie besser nach Hause, ehe sie noch jemanden verletzen. Oh, die Oma ist die Beste. Entschuldigung, ich bin schon da. Ja, was? Kommt schon, hier lang. Jetzt kann uns nichts mehr passieren. Wo willst du denn hin? Das werdet ihr schon noch sehen. Wie sie immer so energisch und... Sprengstoff, glaube ein voller Erfolg. Wie ein Topmodel rumläuft. Jetzt kann bei der nächsten Mission nichts schief gehen. Wollen wir es hoffen? Hoffentlich geht es deinem Vater bald wieder. Hey, Klappe halten. Hey, das war nett von mir. Cloud meinte nur, er hätte auch gern Pizza gegessen. Nicht? Wie bitte? Das soll Cloud gesagt haben?
ist auch nur ein Mensch. Bei einer Midgar-Spezial wird jeder schwach. Ja. Na, dann muss ich wohl die Ärmel hochkrempeln und Teig kneten. Ich freu mich darauf. Wiederbeleben. Na, und ich, ja. Oh. Da liegt einfach Wiederbeleben auf der Straße. Klar. Klar. Gut. Warum auch nicht? Ich glaube, es war hier. Oh, Bingo. Hä? Um ehrlich zu sein, habe ich es meinem Vater fast nicht geglaubt. Aber er hat die Wahrheit gesagt. Fallschirme? Hm. Du bist auf gut Glück hierher gekommen? Man wird doch mal was riskieren dürfen, oder? Hm. Wird sicher lustig. Hey. Na dann, vielen Dank. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Und Jungs, bis nach der Mission morgen, bleibt diese Sache unter uns, okay? Tifa und Barrett haben genug Sorgen. Hm? Gut, dann mal los! Spring schon! Cloud, bring Wedge nach Hause. Klar. Naja, der hat doch eine schwere Verletzung am Popo. Das ist schwierig. Fast hätte ich's vergessen. Cloud! Hey, bist du verrückt? Was soll das denn werden? Hey, was soll das denn? Das frage ich mich auch. Deinen restlichen Lohn kannst du dir später bei mir abholen. Schon? Nein, noch nicht! Warte, Cloud! Keine Zeit. Sei doch nicht immer so streng, Kumpel. Ich bin nicht dein Kumpel. Ich hab mich da oben ganz schön blamiert. Alles misslingt mir. War doch okay. Du hast dich für uns eingesetzt. Sei stolz drauf. Wie? Wir haben gerade echt einen Lauf. In letzter Zeit allerdings. Alles Clouds Verdienst. Ja, zusammen sind wir echt unschlagbar. Also wenn das nicht das krasseste, beste Ende der Welt war, dann weiß ich auch nicht. Also das war doch jetzt echt schön als Abschluss, oder? Also gleich, bis ich speichern kann. Also, ich komme auch alleine nach Hause. Ist ja nur eine leichte Verbrennung. Kommt gar nicht in Frage. Danke, Kumpel. Na, ist schon gut. Mir nach! Ob Jesse und Biggs schon zurück sind? Hm. Was dagegen, wenn wir bei ihnen vorbeischauen? Die wohnen gleich auf dem Weg. Okay. So. Was ist eigentlich mit Tifas Versprechen mit den Klamotten? Kommt es so spät erst? Das ist ja voll gemein.